Mein Name ist Gregor Franz, ich bin Fachbereichleiter bei der Infrasoft Knapsack seit inzwischen 7 Jahren knapp. Meine Aufgaben sind ja angefangen vom Kümmerer in Projekten in meinen Gewerken über Layoutplanung, Rollleitungsplanung, Kundenkontakte, alles was in irgendeiner Form damit zu tun hat. In der Rollleitungsplanung baut man im Prinzip die Anlage, bevor sie gebaut wird. Es ist so, man plant und alle Gewerke erzeugen viel Papier und dann heißt es irgendwann okay und die Gelder werden bewilligt, also man soll die Anlage wirklich bauen und dann gehen wir ins 3D-Modell und in diesem Augenblick, wo wir das tun, müssen wir im Prinzip alle Informationen haben, die nachher der Handwerker auf der Baustelle auch haben muss, weil wir wirklich jede einzelne Schraube dort planen und wirklich alles so bauen, als hätten wir schon Metall in der Hand. Wenn wir damit fertig sind, dann geht es raus auf die Baustelle und dann wird es eigentlich erst gebaut. Das heißt, die Rohrfachplanung ist unterm Strich, sind die Kollegen, die die Anlage bauen, bevor sie gebaut wird. Hier müssen wir dann auf die Fluchtwege achten. Erstmal von der brandschutztechnischen Sicht ist das wichtig, dass das funktioniert. Und dann die statische Belastung zu diesen zusätzlichen Belastungen des Treppenturms muss dann überprüft werden. Und es ist immer wieder Genugtuung und eine Befriedigung, wenn man dann das plant und es ist zwar im PC und auf dem Papier alles grün und es funktioniert alles, aber wenn es dann wirklich gebaut wird und man sieht den Stahl vor sich und sagt, ja, es funktioniert und ich kann das auch anfassen und die Anlage läuft und der Kunde ist zufrieden, das ist auf jeden Fall eine Genugtuung. Was auch, sage ich mal, für meine Verhältnisse oder für mein Verständnis der Salz in der Suppe ist, weil man wirklich das, was man plant, auch wirklich nachher anfassen kann und sehen kann, wir haben wirklich was gemacht und nicht nur Papier von rechts nach links verschoben. Wir bauen seit Jahren das Team auf, haben in der Größenordnung 10-20% Personalaufbau in den letzten vergangenen Jahren bewältigt und da wollen wir weitergehen. Wir wollen weiterhin für Wachstum Personal einstellen und das sind Leute, die aus allen möglichen hochqualifizierten Bereichen kommen, die dann hier bei uns vielleicht noch etwas mehr dazulernen, vielleicht etwas mehr über den Tellerrand schauen und flexibel sich weiterentwickeln. Und dann mit der Firma zusammen mit uns zusammen wachsen. Und da braucht man Leute für, die nicht nur eine hohe Qualität mitbringen, sondern die sehr, sehr viel Spaß daran haben, auch etwas Neues zu entwickeln und sich auf neue Begebenheiten einzustellen. Das Betriebsklima hier bei uns ist wirklich ausgezeichnet. Die Kollegen sind spitze, ohne dass das jetzt nach Werbung klingen soll, aber es ist wirklich so, also es macht sehr viel Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten. Man hat ein sehr gutes Team, man unterstützt sich gegenseitig, auch wenn man mal nicht im selben Projekt ist, trotzdem kann man es eigentlich zu jeder Person hingehen, fragen und wird unterstützt und das ist auch bei den Teamleitern, bei den Chefs weiter oben eigentlich überall so. Deswegen ist es ein sehr gutes Arbeitsklima hier, das kann ich nur unterschreiben, ja. Wir haben euch einen kleinen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Ingenieur Piping Layout verschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt auf viele verschiedene Aufgaben bei verschiedenen Kunden in einem motivierten und tollen Team, ja, dann freue ich mich über eure Bewerbung. Musik